Da greifen sie wieder an mit Speerträgern und Axtkämpfern. Speerträger sind jetzt down. Axtkämpfer folgen gleich, aber die haben schon ziemlich böse angegriffen. Also wir haben einige Leute hier verloren. Hallo und herzlich willkommen zu Ancestors Legacy. Ancestors Legacy ist ein Echtzeit-Strategiespiel, teambasiert und definitiv auf PvP ausgelegt, also das Spiel kann man sehr gut im Multiplayer spielen. Es gibt hier auch einen Mehrspieler. Ich denke, wir gucken heute mal so ein bisschen in den Einzelspieler, kämpfen gegen so einen NPC-Gegner und schauen uns das Spiel einfach mal an. Ich denke, Mehrspieler würde ich ziemlich aufgeraucht werden, da habe ich einfach noch gar nicht die Erfahrung für. Und da muss man schon so ein bisschen Übung haben, glaube ich, dass man da wirklich gut abschneiden kann. Ich habe auch mal in die Kampagne reingeschaut. Ich wollte euch die jetzt nicht vorwegnehmen. Die ist wirklich cool, hat mir gut gefallen. Ist aber auch nicht einfach, also da braucht man so ein bisschen Geduld und ja, strategisches Vorgehen. Das Spiel ist nichts für Amateure, also da muss man schon sich so ein bisschen einarbeiten. Und auch die NPC-Gegner sind eigentlich relativ stark. Okay, wir starten jetzt einfach mal in den Singleplayer und starten hier so ein Gefecht. Hier haben wir so ein paar Einstellungen, ich denke, die lassen wir erstmal so, wie die sind. Das wird schon so passen. Es gibt auch Helden. Und jede Fraktion hat wohl so ihren eigenen Helden. Das sehen wir dann gleich. Wir gehen jetzt auf Gefecht erstellen. Und dann geht es auch schon los nach einem kurzen Ladebildschirm. Wir können uns hier eine Map auswählen. Ich denke, wir gehen einfach mal mit der ersten Map, die uns hier angeboten wird. Wir starten hier jetzt einfach mal in Team 1. Gehen hier auf Betreten. Und dann können wir auch schon eine Fraktion auswählen. Es gibt 4 Fraktionen. Ancestors Legacy ist wohl relativ historisch korrekt, also das sind alles Fraktionen, die es früher gab und die wohl auch so teilweise gegeneinander angetreten sind. Und ich denke, wir nehmen jetzt einfach mal die Deutschen. Wir sind wohl relativ gut gepanzert, die haben ja so fette Helme unten drin. Also, mal gucken, die haben wohl keine Schildeinheiten, okay? Vielleicht sind sie auch nicht so gut gepanzert, wir werden sehen. Und als Gegner nehmen wir einfach mal so eine, nehmen wir mal eine mittelschwere KI und schauen mal, was die so drauf hat. Und dann machen wir dann einfach mal Wikinger draus, oder? Das klingt doch gut. Dann noch ein kurzes Stoßgebet und dann können wir eigentlich auch schon loslegen. Das wird ziemlich schnell werden. Also das ist ein Spiel, wo man seine Augen wirklich überall haben muss und die ganze Zeit auf, ja, auf Zack sein muss, dass da nichts passiert. Wir starten jetzt einfach mal und gucken mal, wie gut das mit dem Kommentieren funktioniert, während ich hier versuche, das Ganze irgendwie im Blick zu behalten. Okidoki, also wir starten hier drüben, der ist da und dann haben wir oben noch so eine Insel, wo nur 2 Brücken hingehen. Und da sind auch 2 so Dörfer, die wir einnehmen können. Okay, let's go. Da sind wir. Wir schicken die direkt los und die sollen mal hier unten das kleine Dorf da einnehmen. Wir bauen schon mal eine Kaserne. Wir haben hier so Abwehrtürme stehen, das ist unsere Hauptbasis, unsere Garnison und das hier sind alles diese kleinen Dörfer, die wir einnehmen sollen. A, B, C, D möchte ich auf jeden Fall haben. E und F kann der Gegner behalten, wenn er möchte. So der Plan. Mal gucken, ob das funktioniert. Wir zünden das erstmal an. Das wird gleich wieder aufgebaut, keine Angst. Aber erstmal muss es angezündet werden, so geht es halt. Und sobald wir genug Ressourcen haben, bauen wir auch direkt wieder so ein Dorf. Der Gegner nimmt gerade E ein, wie es aussieht. Das wird uns angezeigt. Das sehen wir also, wenn Dörfer angegriffen werden. Go, go, go. Wir brauchen mehr Holz. 4 Holz noch. Gut, wir können mit dem Haus eigentlich nochmal warten, ne? Wir bauen jetzt direkt ein Haus. Dann ist es gemacht. Wir nehmen das jetzt ein. Okay, wir sind diesmal schneller als der Gegner, glaube ich. Das sieht schon mal gut aus. Jetzt natürlich die Frage, was der dann treibt. Ob der direkt zu uns rüberkommt, hier unten über die Brücke, oder ob der erstmal wieder woanders Stadavanzen geht. Wir werden sehen. Wir könnten mal kurz hier runterchecken. Okay, wir müssen erstmal wieder aufstocken. Wir stocken die Truppen auf. Wir haben einzelne Leute verloren hier. 5 Mann oder so aus dem Trupp. Und wir heilen auch ganz kurz. Genau, wir setzen so ein Feldlazarett. Jetzt heilen die sich hoch. Das ist unser Held. Und okay, die sind heil. Der Gegner ist noch nicht da. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass er nicht kommt. Wir gehen jetzt da hoch und nehmen C ein. Wir brauchen mehr Leute. Dafür brauchen wir wieder mehr Holz. Gucken, ob das was wird. Wir rekrutieren mal so ein paar Bauern. 40 Holz, so viel haben wir nicht. Okay, jetzt kommen sie doch. Zurück, zurück, zurück. Kommt mal hier runter, Jungs. Vielleicht sollte ich hier so Hotkeys setzen. Wäre wahrscheinlich nicht verkehrt.
Also ich gehe mal davon aus, dass er gleich hier auftaucht. Wenn nicht, dann gehen wir ihn halt so ein bisschen jagen. Wo ist er? Wo ist er? Feindliche Truppe, der ist hier. Da läuft er. Ich weiß nicht, ob das gut ist, den jetzt zu jagen. Wir können aber dann hier hochlaufen, das geht auch. Okay, der ist schon bei Punkt B. Der nimmt schon das nächste Dorf ein. Das ist jetzt nicht optimal. Wir bauen jetzt endlich so ein paar Hackmesser-Infanterie-Leute. Das ist genau das, was wir hier haben. Die haben so hellebardenähnliche lange Messer. Und die sind eigentlich ganz gut dabei. Zumindest von Anfang. Okay, jetzt brauchen wir noch ein paar mehr von diesen Bauern hier. Die kosten... Okay, ich glaube, das hat gereicht. Wir hatten genug Holz. Die nehmen dann hier außenrum diese Punkte ein. Zum Beispiel dieses Feld oder das Gerät. Das ist aber noch nicht eingenommen. Okay, 20 Holz. Das machen wir mal direkt. Wir brauchen Ressourcen, das ist wichtig. Genau, die nehmen dann diese Holzfällerhütte ein und versorgen uns mit Holz. So ist der Plan. Die Gegner haben jetzt schon mindestens 2 Dörfer. Das heißt, die sind uns so ein bisschen voraus. Die nehmen wir mal mit hier dazu. Und dann setzen wir mal so einen Rallye-Point hier. Und lassen unsere Leute alle, ja, die neu rekrutierten, lassen wir mal hier versammeln. Go, go, go. So, wir bräuchten bald wieder ein Zelt. Aber ein Slot haben wir noch. Nehmt das jetzt ein. Go, go. Direkt Lazarett an. Wenn wir angegriffen werden, während wir hier das Feldlazarett stehen haben, ist es nicht so gut. Das heißt, da sollten wir auf jeden Fall aufpassen. Bam, da geht's auch schon uns. Können wir wieder aufstocken, weil uns das Dorf gehört. Und da kommen sie. Auf sie mit Gebrüll. Das ist ziemlich viel. Das wird ein harter Kampf. Ich denke, wir konnten hier nicht ganz aufstocken. Das heißt, wir starten nicht mit kompletten Truppen. Die haben auch ihren Helden dabei. Okay, die ersten haben wir aber schon zerlegt hier. Go, go, go. Wie macht das? Was können wir denn noch? Wir bauen noch eine Hackmeister-Infanterie. Und dann machen wir die hier kalt. Unser Dorf müsste uns eigentlich helfen hier. Die schießen eigentlich immer mit Pfeilen auf die Gegner. Das ist auch mal gut. Ja, wir schaffen die. Easy peasy. Die fliehen. Tschüss. War lustig. Kommt wieder, wenn ihr Lust habt. Lazarett anmachen. Das Aufstocken kostet auch Holz und ein bisschen Eisen. Oh, da kommen schon die Nächsten. Oh, und wir haben das Lazarett an. Die sollen sich mal zurückziehen. Die wurden komplett zerlegt. Die dürfen jetzt erstmal fliehen. Lassen wir die mal da drüben hinlaufen. Die müssen nicht unbedingt so weit weglaufen. Okay, die reagieren noch nicht. Die wollen sich erst zurückziehen. Macht doch, was ihr wollt. Okay. Die schaffen wir trotzdem. Wow, 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 wow. Die sind jetzt zu Hause. Die müssten jetzt wieder reagieren. Jawohl. Die werden erstmal aufgestockt. Die fliehen. Die bauen das Lazarett auf. Oh, der ist ziemlich brutal, der Gegner. Wir könnten jetzt... Ich glaube, ich upgrade die gar nicht, die Hackmesser-Leute. Was kostet es? Das ist ziemlich teuer. Das kostet 100 Holz und 40 Eisen. Das heißt, wir machen das mal nicht, sondern wir gehen direkt in die nächste Technologiestufe, so schnell wie möglich. Wir nehmen mal hier oben das Dorf ein. Hier unten bräuchte ich mal einen Abwehrturm. Das wäre nicht schlecht. Ich weiß nicht, wo wir den hinbauen sollen. Bauen wir den mal... Ja, wir bauen den schon hier vor. Gut. So. Die sind alle ready. Ich denke, ich lasse mal den Helden mit der Truppe hier. 20 Holz machen wir auch. Dass wir hier ein paar Ressourcen ranbekommen. Die sollen hier diese Stadt bewachen. Da ist hier immer ziemlich viel Action. Okay, das ist nicht gut. Die sind da schon. Das heißt, wir gehen erstmal zurück. Holen unsere Verstärkung mit dazu. So. Und wir sind jetzt gleich in der nächsten Technologiestufe, denke ich. Das heißt, wir könnten jetzt theoretisch gepanzerte Sperrkämpfer rekrutieren. Wir bräuchten aber wieder ein Zelt. Bauen wir mal noch ein Zelt. Bogenschützen wären auch nicht schlecht. Eine Schmiede, vielleicht Ställe für die Pferde. Mal gucken, was da noch so geht. Was kostet denn Ställe? Die sind wahrscheinlich ziemlich teuer, die Pferde. Ist vielleicht noch so ein bisschen früh. Die beiden schicken wir jetzt mal hoch. Oh, hoffentlich sind wir wahrscheinlich zu spät und das Dorf ist eingenommen. Ziemlich sicher. Egal. Wir gehen jetzt trotzdem mal hoch und gucken, was da läuft. Machen so ein bisschen Druck. Da sind sie. Das ist der Held. Den machen wir weg. Oh! Das ist nicht gut. Das sind zu viele für uns.
Lass mal kurz. Ja, wir ziehen uns zurück. Oh, das ist überhaupt nicht gut. Kommt mit. Die müssten jetzt hier nach Hause fliehen, hoffentlich. Und die hier müssen wir wegmachen. Den laufen wir mal hinterher. Oh, das ist nicht gut. Wir sollten das hier schützen. Ich weiß nicht, ob die hier rüberkommen. Wahrscheinlich. Wo sind die denn hingelaufen jetzt? Okay, die sind nicht bei uns in der Base. Das heißt, wir gehen wieder hoch. Jetzt habe ich die hier nicht aufgestockt. Das ist natürlich schlecht. Die hier... Oh, oh. Also wir haben hier unsere Abwehrtürme. Die sind ziemlich brutal. Also die nehmen in jedem Fall einen Gegner aus dem Spiel. Das heißt, wir haben da definitiv so ein bisschen die Upper Hand, wenn die hier in unserer Base kämpfen. Das ist natürlich nicht so schlau. So, wir stocken auf. Die hier schicke ich jetzt einfach da hoch. Ist mir egal, da müsste noch irgendwo der Held sein. Achtung! Lazarett brauchen wir nicht, oder? Die sind alle ziemlich heil. Go, go, go! Wir brauchen dringend mehr Truppen. Okay, jetzt können wir diese neuen gepanzerten Sperrkämpfer bauen. Die upgrade ich auch direkt mal. Ich denke, das wird unsere neue Einheit dann. Und hier oben nehmen wir jetzt einfach dieses Dorf ein. Koste es, was es wolle. Die sind wieder fertig. Die können hier direkt hierher gehen und die da auseinandernehmen. Die trauen sich sowieso nicht. Das ist gut. Und... Oh oh. Ich glaube, die Bauern wehren sich. Sollen sie doch. Können sie gern versuchen. Ich baue mal hier unten vielleicht auch einen Abwehrturm. Das ist zu teuer, ne? Kostet so viel Holz. Deswegen machen wir das jetzt mal nicht. Wir nehmen das hier ein. Und stocken dann wieder auf. Ich schicke mal noch so ein paar hier hoch. So. Wenn wir die verlieren, ist mir das jetzt nicht so wichtig. Ich hätte gern mehr von den gepanzerten Sperrkämpfern. So der Plan. Wir bauen jetzt einfach mal so eine Schmiede. Und vielleicht gleich noch so ein Haus. Okay, das ist eingenommen. Das ist gut. Wir müssen noch kurz wieder aufstocken. Und dann sieht das eigentlich alles schon ganz gut aus. Die können hier auch ziemlich coole Fallen bauen. Dafür brauchen wir allerdings wieder Holz. Die kosten 50 Holz, die Fallen. Wir machen das jetzt trotzdem mal. Vielleicht sehen wir die in Aktion. Das ist nämlich echt lustig. So eine Stachelfallgrube. Go, go. Die ist ziemlich brutal. Also wenn die hier durchrennen und dann den Hügel hoch, dann kommen sie wahrscheinlich gar nicht bis zur Wachturm. Da ist schon der ganze Score down. Wir werden hier die Hälfte der Leute verlieren ungefähr. So, und der hoch. Ja, also die Totenschädel sind, glaube ich, die Anzahl an Leuten, die man damit umbringen kann. Oh, und die sind nicht gut, nicht gut, nicht gut. Die greifen hier unten an, da haben wir keine Abwehr. Wir gehen jetzt trotzdem weiter und greifen die ebenfalls an. So der Plan. Oh, da kommt aber richtig viel. Das ist ein bisschen unentspannt gerade. Wir gehen die trotzdem an und ziehen uns dann zurück, hätte ich gesagt. Ich weiß nicht, ob das klug ist, die überhaupt anzugehen, ehrlich gesagt. Die müssten jetzt sowieso kommen. Die sind immer ziemlich aggressiv. Das heißt, wir ziehen uns mal hier in die Base zurück und kämpfen dann mit Hilfe unserer Wachtürme. Das ist, glaube ich, der bessere Plan. So, hier Fire Support haben. Holt sie euch! Go, go, go! Ihr könnt natürlich auch mal hier die Haltung ändern und defensiv kämpfen. Das geht aber, glaube ich, nur, solange man noch nicht in Fight ist. Das ist jetzt schon wieder zu spät. Die sind fertig. Okay. Dann lasse ich mal... Ich nehme mal den Helden mit nach Hause und die anderen lasse ich da. Das hier upgraden wir. Mehr Bauern, mehr Ressourcen. Das sieht hier nicht super gut aus. Aber die Türme machen das. Die bringen jetzt ihre ganzen Einheiten hierher. Die werden jetzt komplett zerschossen. Ne, die fliehen. Die haben wir nicht erwischt. Ja, wir sollten die jetzt schaffen hier. Das sieht gut aus. Ich hoffe, dass wir den Helden zerlegen, dass der nicht fliehen kann. Aber wir haben so viele gegnerische Einheiten hier, dass der vielleicht überlebt. Okay, er ist der Letzte. Der dürfte nicht überleben. Wunderbar. Dann haben wir den Helden schon mal auseinandergenommen. Super nice. Sofort aufstocken. Wir bauen hier noch so eine Einheit. Stelle hätte ich jetzt langsam ganz gerne mal. Wir brauchen unbedingt diesen D-Punkt da unten wieder. Hier oben hätte ich gern Wachturm, dann könnten wir das möglicherweise sogar halten mit den zwei Truppen. Die Gegner haben jetzt doch ziemliche Verluste erlitten. Das sieht gut aus. Wir nehmen sofort hier unseren Punkt wieder ein.
Da ist noch einer. Was macht der denn da? Komischer Vogel. Unseren Held schicken wir auch mit runter. Wir können eigentlich die beiden mal hier losschicken, um den da wegzuräumen. Wenn er flieht, läuft er durch die Falle. Oder er läuft sowieso an dem Turm vorbei. Deswegen ist er wahrscheinlich nicht geflohen. Der hat ganz schlechte Karten. Okay, das sollte gleich wieder uns gehören. Wir brauchen jetzt... Wir könnten mal anfangen, was zu researchen hier. Military, Ausbildung. Rekrutierungskosten verringert. Das ist beides gut. Wir brauchen auch viele Gebäude. Ich nehme das mal beides. Kostet jeweils ordentlich Ressourcen. Egal, machen wir. Das spart uns in der langen Sicht wahrscheinlich einiges. Okay, das gehört uns. So, jetzt ist die Frage, was machen wir? Lassen wir die da unten stehen, die beiden? Hier oben kommen welche durch. Die müssen wir unbedingt aufhalten. Da sind sie. Oh, das sind Axtkämpfer. Man kann ja auch richtig cool reinzoomen und sich das Ganze so ein bisschen anschauen. So. Jawohl. Ziemlich brutales Gemetzel. Die Gegner können gar nicht umkippen, weil da so viele sind. Macht sie nieder. Das sieht ziemlich gut aus. Also das Spiel ist wunderschön zum Zuschauen. Ich finde es richtig traurig, dass das so super schnell geht alles. Weil man da einfach nicht so viel mitkriegt. So, wir bauen hier auch einen Abwehrturm. Wir lassen die beiden da mal stehen. Das sind unsere ersten guten Speerkämpfer da unten. Die haben uns ganz schön auseinandergenommen hier. Also echt krass. Ich denke, wir stocken trotzdem nochmal auf. Ich will langfristig umbauen auf andere. Auf die Speerkämpfer. Die sind, glaube ich, ein bisschen stärker. Aber momentan brauchen wir die Leute, glaube ich, noch. Wir kommen mal mit hier hoch. Bewacht die Siedlung. Wir gehen jetzt mal voll defensiv. Noch mehr Bauern hier. Und dann versuchen wir einfach mal das Ganze zu halten hier vorerst. Dass wir vielleicht auch noch so ein bisschen mehr vom Spiel sehen. Wenn ich jetzt angreifen würde, dann hätten wir den schon zerlegt. Also so schnell läuft das Spiel dann eigentlich auch. Wir könnten jetzt innerhalb von ein paar Sekunden fast schon gewinnen. Wir könnten die beiden Dörfer hier unten einnehmen. Das würde uns zwar üble Verluste bescheren, aber dann hätten wir eigentlich gewonnen, weil der Gegner keine Ressourcen mehr hat. Der kann dann einfach nicht mehr mithalten. So schickt er uns halt hin und wieder seine Axtkämpfer hier rüber. Und die sind doch ganz schön hart. Also der Turm hat auch Probleme, die hier auszuschalten, wie es aussieht. Vielleicht bauen wir hier noch einen Abwehrturm. Hier haben wir die Ressourcen. So. Okay. Das sieht doch gut aus. Unstoppable. Können wir noch... Wir können mal wieder überall... 4 Holz. Bauern rekrutieren? Da kommen die Nächsten. Wow. Das sind aber nur so Speerkämpfer. Macht sie weg. Stufenaufstieg, immer gut. Die sind jetzt halt schon Level 2. Also es ist eigentlich doof, die jetzt wieder wegzuschmeißen. Die sollten wir eigentlich pflegen und hegen. Unsere guten Speerkämpfer. Hier haben wir 2 Level 1er. Oh, das sind Level 2er, ja, auch schon. So, wir bauen jetzt auch mal so ein... Bogenschützen, Schießanlage. Vielleicht bauen wir ein paar Bogenschützen. Mal gucken. Ich hätte gerne ein paar Pferde. Das wäre eigentlich so das Coolste. So, die Pferde mal testen können. Da brauchen wir Technologiestufe 3. Das heißt 150 Holz. Okidoki. Da greifen sie wieder an mit Speerträgern und Axtkämpfern. Speerträger sind jetzt down. Axtkämpfer folgen gleich. Aber die haben schon ziemlich böse angegriffen. Also wir haben einige Leute hier verloren. Die hatten einen ziemlich guten Charge drauf, die Speerkämpfer. Jetzt nehmen wir die Axtkämpfer auch noch auseinander. Easy peasy. Wir haben jetzt 2 Wachtürme stehen, die machen das. Da brauchen wir gar nicht viele Infanterieeinheiten. Bam, komplett zerlegt. Die konnten auch nicht mal fliehen. So, erstmal wieder heilen. Die stecken schon ziemlich ein, die armen Messerkämpfer. So, wie sieht's denn aus? Wir haben jetzt schon Stufe 3 erforscht. Wir können jetzt den Stall aufbauen. Den stellen wir mal hier unten hin. Oh, der ist ziemlich groß. Und ein Brunnen wäre auch nicht verkehrt, ne? Bauen wir mal. Der hilft, glaube ich, um brennende Gebäude zu löschen hier. Und brauchen wir ein Zelt? Wäre nicht schlecht. Dann haben wir 7 Slots. Das heißt, wir können direkt ein paar Pferde mit dazustellen. Wir können auch neue Sachen erforschen. Das Problem ist, Bewegungsgeschwindigkeit erhöht. Ist natürlich schon cool, ne? Wow, die chargen uns. Das ist nicht gut.
Aber wir konnten ihn in die Flanke fallen, das ist auch immer ganz nett. Funktioniert alles so ein bisschen ähnlich wie die Total War Games. Also es gibt hier, man kann die Leute flankieren, man kann die, also es gibt alle möglichen Boni einfach. Man kann chargen, man kann flankieren, man kann, also wenn man in der Überzahl ist, kriegt man einen Bonus und lauter solche Sachen. Also schon ziemlich strategisch, wenn man da so ein paar, ja, Dinge befolgt und so ein bisschen mehr Klickmanagement macht, als ich das jetzt mache, dann kann man da deutlich mehr rausholen, denke ich, in den einzelnen Fights, allein schon durch das Flankieren. Okay, wie sieht es denn jetzt aus mit den Pferden? Ställe sind fertig, wir können die upgraden, wir können sie aber noch keine kaufen, weil uns der Häuserslot fehlt. Sind die schon wieder hier? Da muss man echt aufpassen da oben. Wir bauen jetzt mal, sobald wir das Zelt stehen haben oder das Haus, so eine gepanzerte Kavallerie. Und dann schauen wir mal, was die machen mit den Axtkämpfern. Ich denke nicht, dass die viele stehen lassen, ganz ehrlich. Die haben schon wieder einen Bauern getötet. Fiese Typen hier. Das ist ziemlich schlecht bewacht. Also so ein Axtkämpfer, so eine Axtkämpfereinheit ist schon gefährlich. Das heißt, wir bauen mal hier noch einen Turm mit dazu. Und dann bauen wir uns so eine Kavallerie. Wir bräuchten eigentlich fast zwei, ne? Für maximalen Durchschlag. Ich glaube, jetzt greifen sie uns schon wieder an. Ich entlass die beiden hier mal. Okay, wir entlassen nur mal den. Das ist eine Level 2 Einheit, die würde ich ungern entlassen. Okay, die sind auch wieder zerlegt. Aber den einen habe ich jetzt mal entlassen, den einen Trupp. Das heißt, wir haben wieder einen Slot frei und können uns hier noch so eine Kavallerie holen. Und dann upgraden wir die direkt. Gegen Fernkampfangriffe, das ist gut. Wir dominieren. Wunderbar. Und dann gucken wir einfach mal, was wir mit der schweren Kavallerie hier so ausrichten können. Die habe ich zum ersten Mal gebaut. Ihr seht, das Spiel steht zu unseren Gunsten. Das heißt, früher oder später gewinnen wir hier so oder so. So ein Match dauert ungefähr, ich würde sagen, 20 Minuten, dann ist es durch. Dann ist eindeutig klar, wer gewonnen hat oder derjenige hat dann sogar schon so weit gewonnen, dass man da gar nicht mehr viel spielen muss. Hier müsste die gegnerische Base sein. Genau, da steht der erste Abwehrturm. Oh, wir haben bald ein Pferd verloren, wenn wir nicht aufpassen. Ich würde gerne irgendeine Einheit chargen, aber ich glaube, hier ist gerade keiner unterwegs. Dann gehen wir mal hier hoch und warten, bis die nächsten Axtkämpfer kommen, ne? Da sind ja welche. Wunderbar. Charged sie! Go, go, go! Opfer waren. Okay, können sich nicht zurückziehen. Die haben auch alle so Fähigkeiten hier. Angst. Er weckt Angst in den Feinden. Das ist gut. Nehmen wir mal das hier, ohne zurückziehen. Wir wollen es nicht zurückziehen. Wieso greifen die nicht an? Greift jetzt endlich an. Go, go. Läuft. Okay, die haben Schilde und Speere. Das sieht nicht gut aus für die armen Axtkämpfer. Die tun mir jetzt so ein bisschen leid. Aber es sieht auch aus, als würde unser Pferd hier bald fallen. Ja, wir haben einige verwundete Pferde. Aber die haben die Axtkämpfer hier fast alleine niedergemacht. Die hat noch ein bisschen Unterstützung hier von den Bauern. Wie, wir haben kein Lazarett. Wieso nicht? Oh. Das heißt, Pferdekämpfer haben kein Lazarett? Das ist natürlich ein Nachteil. Rennt sie nieder! Der erste ist sofort down, aber steht wieder auf. Und dann nochmal mit dem Speer rein und dann passt es. Okay. Also, was gut ist an der Kavallerie, es kann niemand fliehen. Was schlecht ist, wir haben kein Feldlazarett. Das heißt, wir können die nicht heilen. Und so eine Einheit mit drei Verwundeten ist natürlich dann ein Problem. Wenn wir da irgendwo reinrennen, dann verlieren wir die natürlich ziemlich schnell. Die haben schon wieder Bauern getötet. Ich mag das nicht so, wenn die Bauern töten. Gut. Wir können hier auch so eine Kirche bauen. Dann haben wir hier so coole Boni, die uns, ja, das gibt uns einfach verschiedene Boni, kostet auch relativ viel und hält nicht allzu lange. Also, so oft würde ich das eigentlich gar nicht machen. Ich frage mich sowieso, wie das gedacht ist, weil die Spiele so kurz sind. Also, da muss man wohl sehr gute Spieler haben, dass man hier überhaupt jemanden hat, der das alles nutzt. Ich habe eine Kirche eigentlich noch nicht gebaut, weil das Spiel immer schon lange vorbei war, bevor ich auf die Idee kam, hier eine Kirche zu bauen. Genauso mit den Upgrades. Die ganzen Smithy-Upgrades. Die habe ich auch noch nie wirklich gebaut. Einfach, weil ich die Smithy immer erst so spät hinstelle. Oh, so eine riesige Kirche. Genau, hier steht die Schmiede. Und hier können wir auch noch die Rüstung upgraden. Hier können wir alles Mögliche machen. Und das ist aber eben so die Frage, wann macht man das?
Das Spiel wird eigentlich so in den ersten 10 Minuten entschieden und alles, was man danach macht, ist eigentlich unwesentlich. Wir schnappen uns jetzt mal die beiden Pferde und greifen an, habe ich gesagt. Das ist so ein bisschen traurig, weil das eigentlich, weißt du, so viel gibt, was man machen könnte. Und, oh, fliegende Menschen. Eieiei. Wir haben ein Pferd verloren. Oh je. Wir haben dafür einen ganzen Trupp verloren. Ich denke, letztendlich sind die Pferde als Sieger hervorgegangen. So, dann greifen wir jetzt mal mit den Pferden die Türme an. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Müssen wir mal gucken, wie das funktioniert. Wir haben ja extra abgegradet, dass die bessere Rüstung gegen Fernkampfangriffe haben. Das heißt, das müsste eigentlich ganz gut funktionieren. Oh, ich weiß gar nicht, ob wir da durchkommen. Die schicken ja permanent Einheiten. Das ist jetzt mal zwei Pferdeeinheiten gegen eine Axteinheit ohne Unterstützung. Ja, und es sieht ziemlich offensichtlich aus hier. Selbst die ziemlich brutalen Axtkämpfer haben keine Chance gegen die Pferde. Macht auch Sinn. Die werden ja überrannt, da müssen die Pferde gar nicht mehr viel mit ihren Speeren zustechen. Nice. Stufenaufstieg, beide Level 2 geworden. Wir müssen jetzt aber bald nach Hause. Oh, das sind halt Speerkämpfer, ne? Zieht euch mal zurück. Oh, das war knapp. Okay, dann wissen wir wieder mehr. Also, Speerkämpfer mit Pferden angreifen, schlechte Idee. Das hätten wir uns denken können. Die müssen jetzt erstmal aufstocken hier. Die will ich nicht verlieren. Es macht also durchaus Sinn, auch immer so ein paar Speerkämpfer bereit zu halten. Falls der Gegner doch mal mit Pferden antanzt. Panzerrüstung. Müssen wir die Einheiten einzeln upgraden? Die Einheit wird verlangsamt. Das klingt natürlich schon interessant. Andererseits, ja, die Pferde sind eigentlich so schnell, dass man das fast machen könnte, ne? Was wollen wir denn? Defensiv? Das klingt eigentlich ganz gut. Gehen wir mal auf defensiv. Wir wollen ja gleich die Türme angreifen. Und dann bauen wir hier noch so ein bisschen Rüstung dazu. Das dauert noch einen Moment. Dann sollten die noch extra gut gerüstet sein. Okay. Nice. Level 2 Pferdekämpfer mit Rüstung und Defensivstrategie. Macht sie nieder. Holt sie euch. Wir holen uns so lang den Watchtower. Oh, die sehen richtig fies aus. Oh, wir können weiter upgraden. Panzerrüstung. Das müssen wir vielleicht noch machen, ne? Sobald die hier niedergeknüppelt sind. Oh, das sind wieder Speerkämpfer. Nichts wie weg. Ganz schlecht. Also jetzt wissen wir, wo der Nachteil der Pferde liegt. Gegen Speerkämpfer haben die echt gar keine Chance, selbst wenn die gepanzert sind. Macht sie nieder. Schützt die Pferde. Packen wir die mal in Gruppe 2. Okay. Wow, also die wehren sich wirklich so gut sie können. Ja, wir gehen mal hier hoch und heilen wieder. Und dann ziehen wir jetzt einfach mal die Truppen zusammen. Ich würde sagen, wir machen den Sack jetzt zu. Wir haben lang genug gekämpft. Jetzt können wir die mal langsam wegräumen, hätte ich gesagt. Bauen wir vielleicht noch so ein paar Axtkämpfer, falls wir noch einen Slot frei haben. Kaserne haben wir nicht. Okay. Passt. Wir bauen noch ein Zelt. Können wir irgendwas upgraden, was uns hilft? Ausdauertraining, militärische Ausbildung. Oh, so ein bisschen Ausdauertraining, können die ein bisschen schneller laufen. Die werden alle geheilt hier. Und dann greifen wir einfach direkt mal hier unten die Städte an. Was die KI nicht so gut macht, ist verteidigen. Das heißt, sie werden wahrscheinlich weiter uns angreifen, obwohl wir hier unten ihre Dörfer zerlegen. Okay, wir haben jetzt sowieso gewonnen. Nice! Ein Sieg für die Deutschen über die Wikinger. Jetzt haben wir auch noch so eine ziemlich coole Übersicht. Stufenaufstieg für das Heilige Römische Reich. Nice. Okay, jetzt können wir uns hier so ein bisschen anschauen, was da eigentlich so gelaufen ist. Wirtschaft, Militär und so weiter. Also wir waren da eindeutig überlegen, weil wir das Spiel auch so lange in die Länge gezogen haben. Sieht es jetzt so aus, also hier war es noch ziemlich even und ab dann war es eigentlich klar, wer gewonnen hat. Das war jetzt genau so ab Minute, ja 11 war es eigentlich komplett entschieden hier. Also so schnell laufen die Spiele. Ist also definitiv ein PvP-Spiel, was glaube ich im PvP einfach am meisten Spaß macht. KI ist natürlich auch nett, um zu trainieren, ganz klar.
Aber früher oder später möchte man das, glaube ich, schon so im PvP spielen. Hier bei... Was war das jetzt überhaupt? Was ist es? Mal zurück. Truppen. Wir haben hier den Vorrat. Der geht dann auch steil nach oben bei uns. Also der Gegner hat aber immer noch gut gesammelt. Wir haben ihm ja die zwei Dörfer gelassen, was man normalerweise natürlich nicht macht. Man greift natürlich immer als erstes die Dörfer an, bevor man hier die Base angreift. Und dann hat er auch kein Einkommen mehr und kann sich nicht mehr wirklich verteidigen. Okay, hier ist irgendwie unsere Linie abgebrochen. Aber letztendlich hatten wir mehr Dörfer als er. Und das hat das Spiel dann auch so entschieden. Hier kann man sich auch genau anschauen, wer was zu welcher Zeit gemacht hat. Das heißt, wenn ihr richtig abstinkt gegen den PvP-Spieler, könnt ihr euch da anschauen, was der gemacht hat, wie der gespielt hat und könnt euch da so ein paar Sachen abschauen. Das ist also auch wirklich cool. Ist so ein bisschen, ja, ein bisschen cheaty, weil man dann natürlich sieht, was der macht und man sich die Einzelheiten genau abschauen kann. Aber finde ich auch ganz cool gemacht, dass man sich das so analysieren kann, genau anschauen kann, was da gelaufen ist. Okidoki. Ja, das ist Ancestors Legacy. Wenn euch das Spiel interessiert, schaut mal auf G2A. Da gibt es, glaube ich, für ungefähr 13 Euro. Deutlich günstiger als auf Steam. Und mit dem Code NYC, also NYC, bekommt ihr nochmal 3% Rabatt. Und ihr unterstützt den Kanal. Den Link findet ihr wie immer in der Videobeschreibung, zusammen mit allen anderen Infos zum Game. Also ein Win-Win für alle. Ich kann das Spiel auf jeden Fall empfehlen. Ancestors Legacy, wenn euch so kompetitive Echtzeitstrategie gefällt, dann holt euch das Spiel auf jeden Fall. Ist ein richtig cooles Game, hat mir auch gegen die NPCs echt Spaß gemacht und ich denke auch so gegen Freunde, mit Freunden ist das auf jeden Fall ein echt cooles Game zum Spielen. Und die Kampagne hat, soweit ich reingeschaut habe, auch einen wirklich guten Eindruck gemacht mit coolen Cutscenes und so weiter. Also echt ein nettes Spiel. Schaut es euch an, wenn ihr Lust habt. Das war es erstmal von mir und Ancestors Legacy. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schön, dass ihr dabei wart. Danke euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.